Fühlen Sie sich durch die öffentlich-rechtlichen Medien, durch das Fernsehen über diese Fotokina ausreichend informiert? Jein, weniger. Wie haben Sie sich informiert? Ja, durch Fotozeitschriften und Internet. Und was ist die fotografische Sensation auf dieser Fotokina? Das ist schwer zu sagen. Im Hintergrund treffen ja die, wie ich das noch habe, die digitale. Da wird ja alles durch die Smartphones und so weiter. Das ist also nicht mein Ding. Fühlen Sie sich durch die öffentlich-rechtlichen Medien, ARD, ZDF zum Beispiel, über die Fotokina ausreichend informiert? Naja, ich habe mich vorher selber informiert, weil ich alle 2 Jahre hierher fahre und das ist immer ziemlich gut. Und deshalb bin ich gestern aus dem Urlaub gekommen und habe für heute schon alles geordert und bin heute hierher gefahren. Fühlen Sie sich von den öffentlich-rechtlichen Medien im Vorfeld über diese Fotokina ausreichend informiert? Nein, überhaupt nicht. Würde ich nicht sagen. Würde ich nicht sagen. Ich habe bis jetzt noch nichts gesehen. Nee. Ich habe extra die Servicezeiten vom WDR gesehen gestern, aber kam nichts. Vielen Dank. Ja. Sehen Sie, so wie es Ihnen geht, wirklich vielen Leuten, und das habe ich hier auch bei der Befragung von Besuchern sehr oft gehört. Es sind auch spürbar weniger Videofilmer hier und ich glaube, dass die sich einfach nicht mehr angesprochen fühlen. Die Berichterstattung in den Medien, gerade vor ein paar Tagen, Morgenmagazin, die gemeinsame Sendung von der ARD und ZDF, war eben einfach in Richtung Fotokina vernichtend. Der Moderator sprach von Action-Camps, ne? Dass es Action-Camps gibt zum Surfen und zum Mountainbiken und so. Ich meine, die Action-Camp gibt es seit vielen Jahren, das ist nichts Neues. Aber dass man über ein tolles fotografisches Thema, wie zum Beispiel 175 Jahre Fotografie, die in diesem Jahr hier auf der Fotokina gefeiert werden, spricht. Oder dass man über die Faszination der digitalen Fotografie jetzt auch in 4K spricht, über eine Anwendung. Ich habe hier auf dem Stand eine schöne Geschichte gesehen von Panasonic. Da wird in 4K mit Video gefilmt und dann hat man aus den 50 Einzelframes die Möglichkeit, das perfekte Bild als Foto in 4K-Auflösung rauszunehmen und zu einem JPEG zu machen. Das ist also eine sehr schöne praktische Anwendung, die Freude macht und wo ein Anwender, ein Zuschauer oder ein Fotograf und Filmer eben sofort sagt, das will ich haben. Oder vor ein paar Tagen die Berichterstattung von der IFA. Da sprach man von den Smart Home Appliances, also Steuerung der Heizung vom Smartphone aus. Das wird es nie geben. Es ist völlig unmöglich, dass Sie über ein Smartphone Ihre Heizung steuern. Wenn dann Fehler passiert, dann brennt Ihr Haus ab. Das kann also nicht sein. Und so habe ich das Gefühl, die Berichterstattung funktioniert nicht. Wir vom WDI News Magazin legen ja Wert darauf, dass wir bei den Gesprächspartnern mit der Industrie immer jemanden vor dem Mikrofon und vor der Kamera haben, der sich in dem Bereich auskennt. Also nicht die Pressesprecher, sondern die Produktmanager. Das ist einfach wichtig, dass wir unseren Zuschauern die Geräte, die wir erklären und die neu und schön sind, so erklären, dass man den Anwender nutzen und den Spaß, den man mit dem Produkt hat, auch wirklich versteht. Was Ihnen jetzt noch bleibt, ist, in ein gutes Fachgeschäft zu gehen. In ganz Deutschland gibt es die Telering-Fachgeschäfte für Fernsehen, für Video und für Home-Media-Geräte. Und für die Fotografen und Videoleute gibt es die Ring-Foto-Fachgeschäfte. Die beiden Gruppen von Händlern, von Fachhändlern, decken bundesweit ein sehr gutes Netz ab. Und da sollten Sie sich informieren, wenn es die Medien nicht tun und wir vielleicht das eine oder andere Produkt nicht ausreichend behandelt haben, dann wenden Sie sich an die Fachgeschäfte von Telering und Ringfoto. Da werden Sie immer gut beraten.